Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Railway Empire 2. Hier haben wir eine Panne, du brauchst Wartung. Hast du gar keine Wartung bekommen? Warum denn nicht? Haben wir hier noch keinen Wartung? Moment, stopp, wer ist von da? Ach, wir haben hier noch gar kein Wartungsdepot. Ja, das kommt jetzt mal prompt stehenden Fußes. So, was haben wir denn nochmal für Ziele? Wir müssen York pushen, genau. Ach, wir müssen... Guck an! Wir müssen nur noch York mit 4 Ladungen Gemüse beliefern, dann haben wir schon mal den nächsten Step erreicht. Die Bonusziele sind mir jetzt relativ wumpe, aber wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir davon ja noch was mit. Stimmt, York braucht erstmal den Bedarf an Gemüse, deswegen muss York wachsen, so war's. Dieser Lümmel hat das erworben. Sack. Wie sieht es denn bei der Forschung aus? Können wir da schon irgendwas? So, will ich auf irgendwas hinsparen? Kondenstender. Ein Tender zur Rückgewinnung der von Lok ausgeschnittenen Dämpfe. Der Verbrauch, Wasser. Oh, nicht schlecht. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich würde sagen, ich spare mal eher auf die Sachen hier. Halte ich jetzt aktuell für sinnvoller? Okay, die Konzession kann ich nicht erwerben. Das könnte ich für 350.000 kaufen, aber will ich das? Eigentlich nicht wirklich, ne? Habe ich jetzt nicht so den Bedarf. Oh je, du schwächelst. Da ist nichts gut. So, hatte ich hier Holz gelagert? Yes. Obst auch, wunderbar. So, wie viel brauchst du denn noch? 10.000 Einwohner braucht York noch. Okay. Manchester wächst auch. Das finde ich ja super. Ja, mit 1,5 Millionen plus, da können wir doch den Quartalsbericht ohne weiteres veröffentlichen. Läuft bei uns, würde ich sagen. Du hast keine Wartung. Warum denn nicht? Weil wir hier doch kein Wartungsdepot haben. Ändern wir das mal. Nie wieder mit der Kutsche. Reisende schwören auf London und Northwestern. Sind wir das? Ja, das sind wir. Sehr schön. Da fällt mir ein, habe ich noch Anleihen am Laufen? Nee, ne? Nee, ich habe alles zurückgezahlt. Perfekt. Aktien kaufen geht zumindest aktuell noch nicht. Rohstoffe sind in den letzten 12 Monaten ziemlich gefallen. Wie viel kommen wir denn maximal kaufen? 1000, nein. Nur mal 260 Aktien hiervon. Und schauen mal, wie sich da so der Preis entwickelt. Du brauchst noch Holz, ne? Nehmen wir mal Holz mit rein. Und hier nehmen wir auch mal Holz mit rein. Wenn ihr wisst, was. Wir machen mal von hier. Ah, das ist jetzt wieder blöd gebaut, ne? Mit dieser Schiene. Sekunde mal, ich mache mal einfach hier ein Parallelgleis. Moment.
Die Linie entfernen wir mal. Dann reißen wir dieses Gleis ab. Und machen eine neue Linie. Moment. Welche Linie habe ich hier? Upsa, nee, die lösche ich. So, dann machen wir eine Linie von... Ah, das Holz kommt ja auch wieder hier an, ne? Mann, das ist doch dämlich. Können natürlich auch einfach von hier eine penetrant lange Direktanbindung nach York machen. Ja, erstmal zack. Verbrauch runter. Wobei, es ist Holz unterwegs. Warte mal, das könnte doch klappen vielleicht. Dann muss ja eigentlich hier rüberlaufen, das Holz. 25.000, sehr schön. Ich finde es großartig, wenn du schneller wachsen würdest. Na, wir warten erstmal ab. Da waren wir auch noch mal ein bisschen. Warte mal, Milch brauchtet ihr? Ich pack das mal hier hinzu. Sehr schön, hier wird Holz eingelagert, das ist super. Mensch, ist das gewachsen. Feini. Ah, hier ist Holz drin. Sehr schön. Das heißt, hier wird, oben wird auch Holz hingeliefert. Yay! Leute, es wird laufen. Und hier ist ja wirklich alles vorhanden. Sehr schön. Ach, Leute, ich mag es, wenn es gut läuft. Hat London eigentlich schon eine Universität? Nö, ne? Bauen wir so nochmal eine. Zack! Damit London noch weiter wachsen kann. Wir lassen hier mal die Industrie auf die zweite Stufe anwachsen und hier genau so schwingen. Wollen wir hier mal die Konzession erwerben? Ich glaube, ich möchte das schon mal machen. Moment, Moment, Moment.
Stimmt, ich muss ja Jörg mit 4 Ladungen Gemüse, nicht mit 4 Ladungen Obst beliefern. Das habe ich jetzt irgendwie falsch im Kopf gehabt. Wann ist denn Gemüse ist ab 40.000. Nee, doch. Okay, ich war gedanklich irgendwie woanders gerade. Aber wo haben wir denn Gemüse? Haben wir wirklich nur hier Gemüse? Es scheint wohl so. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal diese Privatbahn kaufen. Zack. Ich muss sagen, der Bahnhof liegt denkbar ungünstig, weil der hier genauso quer im Weg ist. Deswegen werde ich den abreißen. Und ihn einfach mal so bauen. Warum auch immer du jetzt hier meinst, das so unterkellern zu müssen. Was wir machen es anders. Heißen wir mal komplett alles ein. Verwerfen das doch mal. Machen dann hier. Pass auf, wir machen das Wesentliche. Wir machen jetzt hier erstmal eine Anbindung Richtung York. Lassen hier bewusst ein bisschen Platz. Dich. Yes. Machen aber kurz Pause, denn wir machen hier in der Lagerhalle, sorgen wir dafür, dass auch mit Gemüse gehandelt wird. Ja, sagen wir hier. Da passt es leider nicht. Haben wir hier noch einen Slot frei? Nämlich läuft die nicht. Komm, wir nehmen dann dafür auch Gemüse. Dann können das nämlich schön in alle Himmelsrichtungen weiterverteilt werden. So, bisher hat das noch kaum Gewinne abgeworfen, aber jetzt geht ja die eigentliche Produktion erst los. So, kriegen wir das Parallelgleis. Kriegen wir hin. Da würde ich dann nämlich ganz gerne 2 Züge einsetzen. Und nicht nur einen. Mehr Streckennetz. So, Nummer 1 fährt los. Der zweite wartet. So, und schon kommt der zweite. Steht aber auf dem falschen Gleis. Ist aber erstmal unkritisch. Gut. Ich bin gespannt, ob das jetzt schon zählt. Oder ob die wirklich erst das abnehmen müssen. Weil streng genommen liefere ich da ja schon was hin. Aber ich glaube, das soll Richtung Manchester gehen. Kann das sein? Ja, 14 Ladungen, die sind dahin unterwegs. Aber wir schauen mal. Sobald dieser Zug da ist, könnte es sein, dass das Ziel erfüllt ist. Minus 2 Millionen veröffentlichen wir trotzdem. So, wir zoomen schon weit raus, damit es schneller geht. 1, 2, 3, 4. Nein, es zählt tatsächlich nicht, weil es weitergebracht wird. Okay. Gut, aber wir sind kurz davor, das entsprechende Wachstum zu haben. Holy Heat. Ach komm. Einfach, weil wir es können.
Hier haben wir auch kein Wartungsdepot, das gibt's doch nicht. So, Jörg, wie schaut's bei dir aus? 39.601, wachse doch mal noch ein wenig schneller. Abstand vergrößern. Achso, der wartet, bis der andere entsprechend weg ist. Beziehungsweise am Ziel. Na toll, das Lager ist voll, deswegen wird hier noch nichts hingeliefert. Ja, Jörg ist gewachsen. Hui! Das nehmen wir mit. Endlich haben wir mal genug Geld, eine Forschung zu ersteigern. Sehr schön. So, dann sollte unser Ziel gleich erledigt sein. Wir müssen bestimmt noch irgendwas mit Cambridge machen. Und jetzt haben wir hier in London leider keinen passenden Anschluss mehr, es sei denn, wir würden noch einen Bahnhof bauen. Wir könnten natürlich einfach mal eine Anbindung Richtung Bolzer so ein bisschen um die Felder rum. Obwohl, wisst ihr was, das machen wir beim nächsten Mal. Wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.